Oh, herzlich willkommen zurück zu Max Payne. Ach, du heilige Scheiße. Und mir geht die Munition und alles Mögliche hier. Wollen wir uns mal ein bisschen umgucken hier. Ah, es gibt schon wieder Munition, okay. Das war soweit ganz nett. Speichern bringt das irgendwie immer ganz gut ins Stocken, ne? Hast du das Gefühl? Oh, liegt ganz schön viel Kohle rum. Komme ich da auch rein? Sieht so aus. Ah, den Knopf muss ich sogar drücken. So, was? Wo? Wer? Wo kommst du her, du Knalltüte? Hat mich glücklicherweise nicht erwischt. Sollte ich ein bisschen mehr Desert Eagle nehmen, ja? Also von hier kam er jedenfalls nicht. Das finde ich lustig. Wo kam der jetzt her? Hä? Kam der hier aus der Tür jetzt, oder? Nö. Ich habe auch echt keine Ahnung mehr, wo es weitergeht, ne? Ach so. Da war ja was. Okay. Das Buch war niemals ein Bestseller. Weiß ich nicht. Umso mehr war ich überrascht, dass sich hier jemand die Zeit mit Lesen vertrieben hatte. Das Buch hatte den Titel Stürmisches und Mörderisches Zeitalter. Der Klappentext erwähnte nordische Mythen und Ragnarok, das Ende der Wikinger mit einem schrecklichen Winter, der die Erde unter Eis begrub, als Verbrechen an der Tagesordnung und alle Menschlichkeit verloren war. Einem labilen Menschen könnte es so vorkommen, als hätten wir das Ende der Zeit erreicht. Außerdem begriff ich langsam, was mit dem Nachtclub und seinem Besitzer vor sich ging. Oh, kann ich wohl wieder Schrotflinte nehmen? Okay. So, jetzt muss ich erstmal pausieren hier. Und setzen das hier dann natürlich fort. Willkommen zurück. Dann wollen wir mal weiter hier. Mal gucken, wie das hier weitergeht. Was? Ja, kommst du jetzt her oder? Anscheinend nicht, ne? Jetzt habe ich es mir bestimmt unnötig schwieriger gemacht, obwohl das nicht hätte sein müssen. Was? Ja. Ich habe ziemlich arg böse gelitten jetzt. Scheiße. Ah, den habe ich erledigt. Ich bin trotzdem ziemlich am Arsch. Das ändert leider daran nichts.
dass wir weiter müssen. Gucken, ich kann ja nochmal Munition erstmal wieder aufpumpen. Ah, hier gibt's Painkiller. Oh, dann wollen wir die auch nutzen, würde ich sagen. Zumindest einen davon und hier mal zwischenspeichern. Jetzt denke ich, ist hier irgendwie eine Tür versteckt, wo es weitergeht, ne? Ja. Soweit so schön. Ja, das lief ja schon mal ganz nett. Verzieh dich, Junge. Sneaky, sneaky, da steht einer, okay. Nachladen, speichern. Mal gucken, dass das hier gut läuft. Stirb. Ja, das war doch ganz nett. Hier irgendwas, was wir gebrauchen können? Anscheinend nicht. Oh, wie der mächtig die Post ab in der Disse. Alle sind am Feiern. Oder auch nicht. Oh, mal gucken, wie das weitergeht hier. Jetzt wird's interessant. Stirb! Ja, hat ganz gut geklappt. Gleich erstmal wieder speichern, weil ich ziemlich erledigt bin hier. Vor allen Dingen. Munitionsgesammler und so. Auf dem Tisch lagen mehrere Bücher über das Okkulte. Hm. Der Raum war vollgepackt mit leichter Lektüre wie Necronomicon, Zauberkraft und das verlorene Paradies. Alte Titel wie Malleus Maleficarum und De Umbrarum Regni Novem Portis. Bücher mit Pentagrammen auf ihren Einbänden, alle über den Teufel und das Okkulte, lagen zwischen Stapeln von Horrorvideos und ein paar Ouija-Brettern. Die einzige Sache, die ich ernst nehmen konnte, war Lupino, der an diesen Blödsinn glaubte. Er hatte sich ausführlich mit dem netten Herrn ein Stockwerk tiefer bekannt gemacht. Hm. Ein bisschen Licht ins Dunkle bringen hier. Oh, nochmal gespeichert hier. Oh, nochmal. Einen können wir ja einsetzen, einen behalten wir zur Not. Soweit alles noch gut und machbar hier. Ah, Mann! Arschloch! Das gibt's doch einfach gar nicht. Oh, war der jetzt der Letzte? Ich vermute mal. Müssen wir wohl anders regeln hier. Komme ich leider nicht drum rum. Irgendwie ist das nicht besser machbar. Der erwischt mich halt. Aber gut. Was soll's? Versuchen wir so doch weiterzumachen. Es ist auch so langsam der Punkt, wo das ganze Spiel hier knackiger wird. Deutlich knackiger. Den haben wir erwischt. Das können wir gleich mal speichern. Ja, ich weiß, ich bin sehr taktisch und sehr speicherisch unterwegs, aber man will ja hier auch weiterkommen.
Uah. Ja, lecker durch die, in die Tür geballert. Fnipp, 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 fnipp. So, ich weiß es gar nicht mehr. Kann man hier eventuell nur rüber, indem man hier drauf läuft? Auf jeden Fall kommt man hier rüber, wenn man hier drauf läuft. Das ist schon mal nett. Yeah, richtig viel Zeug. Voll geil. War jetzt aber auch einfach zu offensichtlich. Auch nochmal zwischengespeichert. Genau sowas haben wir gebraucht, damit wir hier auch nett weiterkommen. Ah, Mann! Hat er mich erschreckt, ey. Diese verdammten Ärsche, ne? Oh, hier ist aber alles clean. Das hätte besser laufen müssen, aber na gut. Yeah, Disco. Party und alles. Oh, fliegt hier irgendwas rum? Irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich da vielleicht taktisch Granate oder sowas hochballern sollte. Hier ist nichts. Ah, ich erinnere mich, glaube ich. So halbwegs. Schauen wir mal. Oder auch nicht. Nee, doch nicht. Aber ich erinnere mich an diesen Raum und der ist alles andere als nett. Ah! Ja. Okay. Ja, Molotov-Cocktails. Das kann man ja eigentlich mal nutzen hier. Ah! Komm schon, komm schon, komm schon! Ah, bloß, ich hab's geschafft, ja. Ja, ich hab zwar arg gelitten, aber. Geschafft ist geschafft, würde ich sagen. Pff, Junge, Junge, Junge. Mach mir von euch Pissern, ey. Geh weg, geh weg, geh weg. Komm schon, komm schon. Verdammte Seuche, ey. Oh, wie sieht's denn aus? Wir haben noch 7 Minuten quasi auf der Uhr frei. Hier gibt es wieder Zeug, das ist immer nett, das können wir auch brauchen. Money! Na hier, eure Drogas hier, die Desert Eagle, ja? Die kann ich leer machen ein bisschen, okay. Machen wir das doch und benutzen die, um diesen Shit da zu leeren. So, ich höre etwas, woran ich mich erinnere. Ich
So, wollen wir mal gucken, wie es weitergeht hier. Speichern nochmal. Mal eben. Schrotflinte ist voll, ja. Okay. Ja. Irgendwie geht's jetzt wohl hier weiter, ne? Was? Ja, stirb. Alter Schwede, habe ich mich verjagt, ey. Ach, ja, komm, ey. Ja, und da ist gleich der nächste. Coole Szene. Wie aus dem Third-Person-Shooter ein Ego-Shooter wird, wenn man die Plempe gesehen hat. Wo bist du da runtergefallen, Kollege? Aha. Kommt mir bekannt vor. Da sind wir schon gewesen. Ja, machen wir mal gucken, ob wir den ja auch noch killen und dann ist hier bald für diesen Part erstmal Ende angesagt. Der muss ja irgendwo hier sein, ne? Moin! Du bist erledigt, du Pfeife. Das sage ich dir. So. Bisschen windig. Tja, woran erinnerte mich diese Szene eben? Hey, du Penner. Wo kommst du denn her? Dann noch mehr von euch? Scheint nicht so. Ich muss nämlich jetzt hier draußen langlaufen, ne? Hier oben so. Wenn man das früher nicht gewusst hat, dann ja. Erinnere mich da dunkel dran, dass das ziemlich ätzend war früher. Und ja, hier beenden wir doch erstmal den Part und ja, bis zum nächsten Teil.